trotz seiner hawkischen Fed, trotz eines hawkischen Jerome Powells, was ja an sich fast schon ein Widerspruch ist, haben sich gestern die Aktienmärkte sehr gut gehalten. Wenn man allerdings ein bisschen unter die Oberfläche guckt, dann sieht man, dass eben diese Aktienmärkte immer noch ziemlich deutlich angeschlagen sind. Und um sich wirklich zu erholen, da müssen sie noch einen guten Weg gehen. Da sind einige Hürden zu überwinden. Dazu gleich mehr. Es war gestern mit Sicherheit eine sehr interessante Veranstaltung, vor allem die Pressekonferenz von Jerome Powell. Da war vieles dabei, was so zwischen den Zeilen anklang und was einen Blick in die seelischen Abgründe sozusagen eines Fed-Chefs geben kann. Da ist eine gewisse Verunsicherung eingetreten, wie ich Ihnen gleich zeigen will. Zunächst mal sehr klare, sehr hawkische Aussage auch von Jerome Powell. Es ist Zeit, mit dem Tapering zu beginnen. Ups. Das haben wir doch schon lange so nicht mehr gehört, obwohl allen klar war, es muss irgendwann kommen. Hier ist jetzt angedeutet, dass es dann im November einen Fahrplan für dieses Tapering gibt. Wenn nichts dazwischen kommt, etwa ein ordentlicher Arbeitsmarktbericht, also die US-Arbeitsmarktdaten, Non-Farm Payrolls, da würde es reichen, wenn die ordentlich sind, die müssen nicht toll sein, dann wäre praktisch die Voraussetzung aus Sicht von Jerome Powell gegeben. Wir haben folgende Situation. Wir haben die Dots sind nach oben gegangen, also die sogenannten Dotplots, die Punkte, die anzeigen, wie die FED-Mitglieder, die FOMC-Mitglieder, die Entwicklung der Leitzinsen sehen. Man ist also auch hier etwas hawkischer geworden, geht von höheren Zinsen aus. Man sagt auf der anderen Seite, dass eben jetzt nach wie vor, wie gestern Powell gesagt hat, noch seien die Inflationserwartungen verankert. Die Inflationserwartungen wiederum sind für die Fed, sind für Notenbanken ja immer sehr, sehr wichtig, weil die self-fulfilling prophecies sind. Wenn alle Inflation erwarten, dann steigt sie auch. Noch still seien sie verankert. Das zeigt, dass sich Powell nicht mehr so sicher ist, dass das bald nicht mehr der Fall ist, wenn er da plötzlich dieses Wort noch einfließen lässt. Also es zeigt eine gewisse Verunsicherung seitens der Fed. Die Inflation ist höher, als wir erwartet haben, hat er klar gesagt. Die Lieferkettenprobleme dauern länger, als wir erwartet haben, hat er klar gesagt. Aber dennoch wird dann die Inflation in 2022 irgendwann zurückgehen, hofft er, nachdem er seinen Irrtum eingestanden hat. Schauen wir uns mal die Mitglieder des FOMC an, also des Offenmarktausschusses, wie sie hier zum Beispiel oben Uncertainty about PCA Inflation, also die Unsicherheit über die Inflation, da ist die Unsicherheit extrem hoch. Alle 18 Mitglieder sagen unsicher. Jetzt kommen wir zu den Risiken in Sachen Inflation. Da sagen immerhin 12, Risiken sind aufwärts gerichtet, nur 6 sagen, sind ausgeglichen. Also wir sehen, die Fed ist doch deutlich nervöser, als man nach außen hin erkennen lässt. Man erkennt, man gesteht ein, dass man sich da in Sachen Inflation ein bisschen vertan hat, dass die höher ist. Und das macht natürlich jetzt die kommenden Entscheidungen etwas schwieriger. Deswegen wohl diese Klarheit in Sachen Tapering, weil man doch sich von der Inflation, von den Entwicklungen dort unter Druck gesetzt sieht. Und das führt eben dazu, dass wahrscheinlich jetzt die ganze Geschichte so ablaufen wird. Im November wird angekündigt, im Dezember begonnen mit 15 Milliarden Dollar pro Monat, 10 Milliarden Reduktion bei Staatsanleihen, 5 bei Mortgage-Backed Securities, diesen hypothekenbesicherten Anleihen. Und dann ist im Sommer, im Juli 2022 ist die ganze Geschichte zu Ende. Dann wäre nichts mehr QE. Das ist sozusagen jetzt Stand der Dinge, eigentlich eine sehr hawkische Geschichte. Hier sehen wir nochmal die Dotplots, wie die nach oben gehen. Also da gab es für 2022 jetzt ein Unentschieden. Gleich viele Mitglieder erwarten innerhalb des FOMC, dass die Zinsen in 2022 schon angehoben werden, wie Mitglieder erwarten, dass es nicht der Fall ist. Also da ist ein Patt, kann man sagen. Aber gut. Jedenfalls war das eine hawkische Geschichte. Powell hat sich dann auch sehr, wie soll man sagen, ausweichend geäußert zu den Geschichten um Kaplan, um Rosengreen, ihr Trading etc. Er selber hat ja auch zum Beispiel Municipal Bonds in seinem Depot, also Bonds von lokalen Verwaltungen. Dann sagt er, ja, ist natürlich ein bisschen blöd, dass wir die jetzt als Fed selber kaufen, aber die habe ich ja schon lang vorher gehabt, bevor wir diese Entscheidung getroffen haben im Rahmen der Corona-Krise. Und ich könnte die ja gar nicht verkaufen, weil die mit einer gewissen Laufzeit versehen
gesehen, sind alle sehr, sehr schwammig gewesen, vor allem die Aussagen in Richtung Trading bei der Fed von Fed-Mitgliedern, hat gesagt, da müssen wir die Regeln ein bisschen verschärfen. Die Aktienmärkte, wie gesagt, die haben zunächst mal sehr positiv reagiert auf das Statement, warum auch immer, ich fand das auch schon hawkisch, aber sei es drum, aber dann, als Paul eben klar sagte, ja, dann dürfte im Sommer, Mitte 2022 dürfte dann das Tapering zu Ende sein, dann gab es einen Rücksetzer, dann hat man sich wieder so ein bisschen erholt. Wenn wir uns jetzt mal die Geschichte des Taperings anschauen, also der Kommunikation der Fed, dann hat Janusz Schmialek hier hervorragend das auf den Punkt gebracht. Also am Anfang haben sie gesagt, we are not talking about taper. Also wir sprechen nicht mal über das Sprechen von Tapern. Dann haben sie gesagt, then they talked about taper. Now they teeing up a taper, also sie kündigen es praktisch an, dann werden sie, then they'll announce it, dann werden sie es offiziell verkünden, and then they'll taper, und dann werden sie tapern, und dann sagt sie, ja, wenn sie Kinder haben sollten, ich habe keine, sagt sie, ich habe welche und kann das beurteilen, wenn sie so kommunizieren würden mit ihren Kindern, etwa in der Frage, wann es ins Bett geht, also erst sprechen wir nicht drüber, wann es ins Bett geht, dann sprechen wir drüber, wann es ins Bett geht und so weiter und so fort, dann werden sie richtige Probleme bekommen, das wird nicht funktionieren, die Märkte aber waren froh für diese Botschaft, weil Papa praktisch immer gesagt hat, nämlich Papa Paul und die Fed, na, ihr braucht noch nicht ins Bett, ihr braucht noch nicht ins Bett, und jetzt sagte die Fed so, langsam müsst ihr jetzt ins Bett, wir werden bald klar die Ansage machen, wann ihr ins Bett müsst, aber die Märkte haben bisher sich daran nicht gestört. Das aber könnte sich ändern, denn wir haben ja am Freitag den großen Verfall gehabt mit Schwäche der Kurse, Montag dann dieser etwas heftigere Abverkauf, Turbulenzen um Evergrande. Jetzt sehen wir hier mal in einem Chart von Michael Silver, Figuring Out, man, hier sehen wir, wie der S&P aufgestellt ist, der Leitindex S&P 500. Wir sind hier aus dieser Trendlinie rausgefallen. Wir haben den 50-Tages-Durchschnitt gebrochen, haben dann am 100-Tages-Durchschnitt gedreht, haben dann also die Aufwärtsbewegung geschafft, aber wir sind nach wie vor eben aus diesem Trendkanal raus und wir sind nach wie vor nicht an der 50-Tages-Linie. Diese beiden Hürden müssen erstmal wieder jetzt erreicht werden. 50-Tages-Linie und dann der Versuch, wieder in diesen Trendkanal reinzukommen. Beides fungiert jetzt als Widerstand. Wenn wir uns einzelne Aktien mal anschauen, sehen wir Facebook ziemlich ausgebombt. Mit Apple, all diese Geschichten brauche ich jetzt nicht erzählen, sogar unter dem 100-Tages-Durchschnitt. Wir sehen bei Amazon eine potenzielle Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Und wir sehen auch, dass Apple nicht mehr ganz so großartig aussieht. Etwas besser sehen aus Microsoft und Google. Microsoft scheint da sich allem entziehen zu können. Also es sind die großen Tech-Werte, die jetzt auch charttechnisch so gewisse, wie soll man sagen, Angeschlagenheiten zeigen. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass aus globalen ETFs, Aktien-ETFs, jetzt 11 Milliarden Dollar ausgeflossen sind in der letzten Woche. Das ist der größte Abfluss seit März 2021. JP Morgan sagt, das ist ein bisschen besorgniserregend, weil wir brauchen diese Zuflüsse für diese weiße Dip-Mentality. Ja, das ist klar, ne? Aktien always go up, Stonks always go up. Da brauchst du natürlich immer frisches Geld, damit das auch funktioniert. Aber ganz entscheidend, meine Damen und Herren, und darauf würde ich Sie hinweisen wollen, richten Sie da Ihr Augenmerk, Ihren Fokus darauf, das ist der US-Dollar. Wir sehen, wir sind jetzt an einer entscheidenden Widerstandsmarke im kurzen Zeitfenster und sind in einer entscheidenden Situation auch im längeren Zeitfenster. Das sieht jetzt nach einer Umkehrformation nach oben aus, eine inverse Schulter-Kopf-Schulter, die jetzt sich dann entfalten könnte. Normalerweise ist Dollarstärke nicht gut für die Aktienmärkte, Dollarschwäche dagegen gut für die Aktienmärkte. Also hier muss man drauf achten, schauen Sie sich auch mal Öl an, zum Beispiel, wie Jesse Felder hier zeigt. Wir sind dabei, einen langjährigen Abwärtstrend zu brechen. Wir sehen ja, dass der Kurs nach oben gegangen ist, dann jetzt so ein bisschen rumzittert. Wenn da dieser Trendkanal durch irgendeine Meldung gebrochen wird, dieser langjährige, dann könnte das ziemlich zur Sache gehen. An der Tankstelle geht es ja schon zur Sache. Benzinpreise so hoch wie seit 8 Jahren nicht mehr. Der Baltic Dry Index so hoch wie seit 12 Jahren nicht mehr. Ein Albtraum für Notenbanker, das erklärt, warum die Notenbanker so langsam, mindestens bei der Fed, die EZB ist da noch etwas gehirnamputierter, warum die Fed dann doch ein bisschen nervöser wird, warum die Unsicherheit in Sachen Inflation offenkundig weiter zulegte. Und jetzt kommen wir zu Evergrande, Hier jetzt nach wie vor keine Meldung für die heute fällig werdende Offshore-Bond-Anleihe, ob die Zahlungen da geleistet werden oder nicht. Jetzt hat dann
ING gesagt, ja, guckst du, selbst wenn Evergrande 30 Tage lang das nicht bezahlt, also 30 Tage zu spät ist, es geht hier um 83 Millionen Dollar, selbst dann würde das noch kein Default sein, also praktisch ein automatischer Zahlungsausfall, der dann durchaus Ratingkonsequenzen, automatische Ratingkonsequenzen hätte. Na gut, na schön, ist ja hübsch und gut, aber letztendlich sehen wir, dass nach wie vor keine klare Aussage getroffen ist zu diesen Dollar-Bonds. Wie wird China im Prinzip mit den ausländischen Haltern seiner Schulden umgehen? Das ist die Kernfrage, die sich hier stellt. Wir sehen dann unten nochmal, ich hatte das gestern schon gezeigt, diese immense Belastung, die auf Evergrande jetzt zukommt. Im Dezember, im Januar, dann im nächsten Jahr, die richtig dicken Brocken kommen noch. Das wird Evergrande nicht selber machen können. Selber schaffen können. Wir haben ja aber nicht nur Evergrande, es sind ja viele andere, die hier praktisch im Feuer stehen. Und Xi Jinping ist jetzt eben vor der großen Frage, ja, was machen wir denn? Wenn wir jetzt hier die Immobilienentwickler wie Evergrande ausbailen, dann würden wir ein verdammt schlechtes Zeichen geben. Die Hebelung ist immens. Das ist genau das Problem in China. Paul hat gestern auch sich sogar dazu geäußert. Man hat den Eindruck, dass er sicherlich telefoniert hat, gesprochen hat, auch mit der People's Bank of China, der Notenbank Chinas. Jedenfalls ist das eine ganz schwierige, ein Zielkonflikt im Grunde. Man will enthebeln, man will, dass das weniger krass wird. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt rettet, dann wird man weiter eben die Hebelung praktisch befördern. Und auf der anderen Seite hier ein sehr schlauer Kommentar. Es war ja eigentlich die chinesische Hausblase, die uns gerettet hat aus der Finanzkrise, denn die Chinesen haben Infrastruktur gebaut, haben Häuser gebaut, Hochhäuser gebaut ohne Ende, brauchten dazu Rohstoffe. Dadurch stieg die Nachfrage an, also ein Stück weit hat uns China ausgebailt aus dieser ganzen Nummer. Und möglicherweise werden wir jetzt, wenn das da nicht mehr so gut läuft, eben das auch deutlich zu spüren bekommen. Hier ist eben das Schema, wenn Sie oben hier mal dieses Zitat, ich glaube es ist von Goldman Sachs, wenn ich das richtig erinnere. Je größer ein Immobilienunternehmen wurde, umso mehr konnte es leihen zu immer geringeren Zinsen. Und der Zyklus hat hervorragend funktioniert, solange eben die Immobilienpreise gestiegen sind, was jetzt nicht mehr der Fall ist. Genau das ist der Punkt. Wir sehen ja, dass insgesamt 52 Billionen Dollar hier Inventories von chinesischen Häusern und Immobilienentwicklern der Fall sind. 65 Millionen Wohnungen stehen leer. 65 Millionen muss man sich mal vorstellen. Jedenfalls dieser Kreislauf. Je größer du bist, umso mehr kannst du dir leihen zu immer geringeren Zinsen. Da sagt ein Spötter, ja, das ist genauso wie in den USA, nur gilt das für alle Firmen. Da ist sicher was dran. Schauen wir uns nochmal abschließend hier die Leistbarkeit von Immobilien an in verschiedenen Städten, etwa in den oder Städten oder Ländern. Wir sehen etwa unten hier USA. Ist ein bisschen zurückgegangen im Rahmen der Subprime-Krise, aber nach wie vor stöhnen zwar die Amerikaner massiv über Leistbarkeit von Immobilien, aber im Vergleich zu China ist das ein Witz, etwa im Vergleich zu Hongkong oder Peking, hier dunkelblau. Und was ist das Grün? Ich bin formblind, also nehmen wir es ein bisschen nicht übel. Auf jeden Fall ist es eine Riesengeschichte. Die Menschen haben sich massiv verschuldet. Und wenn die Chance irgendwie mal in die andere Richtung geht mit Preisverfallen, dann sinkt auch das Vermögen der Chinesen. Also es ist ein Teufelskreis, aus dem kaum ein Entrinnen ist. Darüber und um andere Sachen sprechen wir in dem anderen Triell, meine Damen und Herren, mit Stefan Risse. Da wird es gehen um eben das Thema Inflation, um das Thema Lieferketten, um das Thema China, Evergrande. Es wird gehen um einen Ausblick auf das nächste Quartal. Kommen da Turbulenzen? Haben die sich jetzt angedeutet? Wie gesagt, noch sind die Charts ziemlich angeschlagen, trotz der Erholung, die wir gesehen haben. Und wir sprechen natürlich auch noch ein bisschen über die Bundestagswahl und all das hoffentlich mit einem gewissen, mit einer gehörigen Portion Entertainment mit dabei, sodass eben Finanzen auch Spaß machen können. Finanzentertainment ist sozusagen. Ich werde Ihnen unter das Video den Live-Link posten, packen Sie den gleich in Ihren Browser rein und 18:30 will ich Sie dann an meiner Seite haben, meine Damen und Herren. Das ist ein klarer Imperativ. Ich sage erstmal Servus und Ciao.